Füße. Besser. Und guten Morgen. Es ist ziemlich genau 6 Uhr morgens an einem Sonntag. Muttertag. Yeah. Deshalb gehe ich ein paar... Die Hühner schreien schon von den Dächern, zumindest unser Hahn. Nicht Solo, er hat genug Hühner. Ehrlich, es ist ein Traum. Ich bin jetzt bei meiner 8. Tasse Kaffee. Denkst dir, oh, fangen wir den Sonntag mal früher an. Ich habe sicher noch ein paar Sachen zu tun. Warum nicht? Ich kann mir noch ein paar Sachen anschauen. Ich habe wieder mal nichts in der Post gehabt. Ich hätte was in der Post gehabt, aber... Und ja, der Typ, falls ihr ihn hören könnt, ja, er klingt immer so. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist. Er hat nie richtig krähen gelernt. Nein, keiner würgt das Tier. Er kräht wirklich so belämmert. Das konnte keinen Grundkurs mehr richten, glaube ich. Obwohl, es geht jetzt besser, glaube ich. Er macht manchmal schon große Fehler, aber ist ja nicht mein Problem. Auf jeden Fall, ich habe jetzt dann zwar nicht wirklich viel was für einen Post am Sonntagteil, aber ich habe den Fehler gemacht, heute in der Küche den Fernseher einzuschalten. Der Küchenfernseher ist der einzige Fernseher, der überhaupt noch ORF empfangen kann. Ey. Was? Beim Aufbrühen eines frischen Kaffees sieht man da Werbung für österreichisches Fernsehen, oder zumindest österreich-deutsche Koproduktion, weil Österreich produziert ja selbst fast kaum noch was, zumindest nichts, was irgendwie anschaubar wäre, ohne dass man wirklich massiv Prügel austeilen will. Unsympathler Parkslons, aber auf jeden Fall, so guckt's Bühl! Staffel 16, unglaublich. Das Wie hoch kommen Blödsinn Staffeln? 16 Mal anscheinend. Folge 9. Die am Dienstag ausgestrahlt wird. Namens, wie war das jetzt hier schnell? Ich hab's hier auf der Liste gerade. Akanamo muss sterben. Ich fordere jeden heraus, sich den Trailer zu diesem Ding anzuschauen. Falls du es irgendwann später in der Vergangenheit siehst, sorry, das war mal ein Ding. Oh, und ja, es klingt komisch, aber ja, es ist wieder einmal eine von diesen Episoden, wo man sich sicher sein kann, dass sich eine Menge Leute aufregen werden. Aber ich bei früheren Zeiten auch über andere Sendungen, die meistens auch hier bei uns produziert waren. Wir kennen alle. Weil dieses Mal geht es wieder mal um die Anime-Manga-Szene und ist in einem Krimi. Und schauen wir uns ehrlich, dass da irgendetwas blöd dargestellt wird, ist schon mal fix. Ich freue mich jetzt schon über die Heul- und Rotzfahnen, die da ins Internet geschnieft werden. Wenn wieder mal komplett lächerlich überzogene Szene dargestellt wird, was ist das? Weil seit ich das hier gesehen habe, wie die das darstellen, machen sie wieder mal aus der ganzen Sache einen SM-Club und solche Sachen, weil yeah. Oh, ich persönlich sehe es schon mit sehr, sehr schwarzem Humor und Sarkasmus. Weil ich sagen muss, ey, mir persönlich kann das ja nichts wirklich wehtun, aber ich muss sagen, eine Menge Leute werden da wieder heulen. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich sag's nur jetzt gerade, weil wahrscheinlich erst alle dann anfangen werden, wenn das Ding ausgestrahlt ist. Oder kurz davor, wie gesagt, ist es am Dienstag, den 16. Heute ist der 14. Das heißt, Montag ist der 15., also ist Dienstag der 16. Ja, sowas. Und irgendwie hält mal wieder das geflederte Tier, das geflügelte, das gefährte und, naja, das gefährte, nicht flugfähige Tier. Too fat to fly. Ich weiß auch nicht. Wir überfüttern ihn nicht, aber er ist einfach nur zu groß und hat zu kleine Flügel. Ja, ich rede zu viel über den Hahn, nicht Solo. Wo war ich? Yeah, auf jeden Fall, so Kukiz Bühl. Staffel 16. Also, wie gesagt, ich habe vor Jahrzehnten, nicht nur vor Jahren, vor einem guten Jahrzehnt, sondern einem guten Jahrzehnt aufgehört, mich mit deutschen Medien abzugeben. Im weitestgehenden Sinne.
und habe endgültig die Schnauze voll gehabt von allem, was wir hier bei uns haben. 2009, da habe ich sogar mal ein Video gemacht. Das war eines meiner ersten Videos auf YouTube sogar. Da konnte mich nicht mehr ganz am Laufen, aber alleine der Trailer und ich, falls ich ihn auf YouTube finde, verlinke ich ihn nach unten. Oh Mama. Wir hatten ja solche grandiosen Machwerke, hatten wir schon in Amerika und wie gesagt, wenn etwas in Amerika gut rüberkommt, dann müssen wir es hier im deutschsprachigen Raum auch noch machen, weil die Scheune brennt, der Esel sieht's und dann denkt er sich IA und macht es genau dasselbe, weil wir haben ja ungefähr das technische und geistige Niveau von Grundschülern mit Wasserschaden, wenn es die Medien umgeht. Weil mir wurde von mehreren Leuten versichert, dass es besser wurde. Aber jetzt mal von solchen Szenarien abgesehen, würde ich mal sagen, dass wir hier als an einer ziemlich kurzen Leine gehalten werden. Okay, weil ich will mich auch nicht zu nahe und zu sehr dran damit beschäftigen. Okay, ich nähere mich dann nur so weit hinan, dass ich sagen möchte, dass ich mich sehr freue darüber, dass wieder so etwas kommt. Nicht über die Sendung im Speziellen, aber auf die Reaktionen darauf. Weil, oh Mann, du kannst dir sicher sein, dass da wieder eine Menge Leute sehr angepisst reagieren werden. Wie gesagt. Aber ja, die Medien. Wunderbar. Da weiß man, warum man aufhört, Fernsehen zu schauen und trotzdem Grundgebühr zahlen muss. Darum kann ich so offen darüber reden, weil wir zahlen ja. Sowas. Wie man diesen kleinen Unter mit finanzieller Unterstützung des ORF. Wir haben es nicht produziert, aber wir haben Geld gegeben dafür. Mann! Die Sachen, was die österreichischen deutschen Medien aufführen, muss man schon sagen. Dass da nicht mehr Leute mit blutenden Nasen herumlaufen, also. Sorry. Auf jeden Fall, es wird lustig werden. Also ich bin fast versucht. Aber anscheinend läuft das Ding nicht einmal im Abendprogramm, weil was ich hier gesehen habe, läuft das hier. Warte mal, ich muss hier. Okay, 16.05. Ja. 45 Minuten. Welche Uhrzeit? Ich glaube im Hauptabendprogramm. Oder etwas früher. Auf jeden Fall ist. Ich wäre. Gebt mir einen Kommentar ab, okay? Like, Favorite, Subscribe, wie brave YouTube. Vergiss den Scheiß. Ehrlich, nee. Ich bin fast versucht, mir diese Episode anzusehen und eine Live-Reaktion zu machen. Einfach nur, um zu wissen, was hier eigentlich wieder für ein Scheiß produziert wird. Weil du weißt ganz genau, dass die sicher wieder irgendwelchen Klischee-Müll rausziehen werden und das Ganze behandeln, wie, weiß nicht, richtig auf der autistischen Schiene. Okay? Und nicht auf der lustig-humanen Schiene, sondern auf der Schiene, dass du sagst, es ist wie ein Autounfall. Du solltest mir gesehen, aber du kannst nicht. Ugh. Ich glaube, das ist das Level, das wir mit dem Fernsehen erreicht haben. Hatten. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, weil das war schon vor 10 Jahren so und da habe ich aufgehört hinzuschauen. Und wo wir jetzt sind, ich weiß es nicht mehr, aber. Auf jeden Fall Dienstag. Ich mache hier offizielle Werbung für ORF-Fernsehen. Es könnte in meiner Sparte bereit sein. Keine Ahnung. Ehrlich, oh Mann, meine Kostbeparte. Wird, oh ja. Bea. Ehrlich gesagt, wer nennt sich heute. Welche Eltern nennen heute noch ihre Kinder Bea? Bea. Verfolgt von einem weißen Magier. Oh fuck me. Ich werde einfach, was ich finde, werde ich unten verlinkt, das muss man gelesen haben. Ich habe nicht viel nachgeschaut, aber jetzt habe ich gerade die Soko Kitzbühel Homepage und ich glaube, es ist die Homepage. Und eine ziemlich beschissene Fernsehserie.de. Hier war es, okay. Ich habe vertrunken aufgescrollt, okay.
Partner von im Fernsehen. Okay. Was war ja verfolgt? Was versucht sie noch durch den dunklen Wald zu fliehen? Ehrlich, wenn man das liest, denk mal, das liest du normalerweise kleinen Kindern vor. Dummen kleinen Kindern, die nichts Besseres zu tun haben zwischen Pokémon Go und zwanghaften Hosenscheißen. Ich war ja zu einem Party verstanden. Ehrlich. Ich freue mich. Das wird wieder. Schaut euch den Trailer an, wenn ihr ihn findet. Ich verlinke das alles nach unten. Das wird. Hey, Flap wird sehr gut. Ja, wie? Wir haben Leute, die keine Ahnung von irgendetwas haben. Nicht nur was. Ich rede nicht einmal von einer Anime-Manga-Szene. Die nicht einmal wirklich gute Drehbücher schreiben können. Die Schauspieler keine guten Charaktere spielen können. Hey, wirklich. Wo alles mehr oder weniger. Wir haben das in CSI Miami und die ganzen Buchstaben und Alphabet. Es heißt ja schon Alphabet-Krimiserie in Amerika. Darüber habe ich erst vor kurzem eine Diskussion geführt. Mit Amerikanern. Okay? Die haben schon die Schnauze voll. Und kriegt, das ist gut. Wir wissen doch alle, diese wunderbaren CSI Miami und was auch immer alles, wie die ganzen Dinger heißen. Was da schon für Serien, was da schon für Serienpatzer rausgekommen sind. Was Gaming angeht, was Internet angeht, was ebenfalls mehrfach Anime, Manga und die Szene angeht. Nerdkultur im Ganzen und Gleichen. Und dort ist das wirklich Nerd- und Geek-Kultur par excellence in Amerika. Wir haben so etwas hier nicht einmal in unseren Breiten geraten. Wir haben nur den billigen Abklatsch, den sie bei uns hier Szene nennen. Keine Ahnung. Und dann darüber das österreich-deutsche Fernsehen. Eigentlich das deutsche Fernsehen, weil es Österreich hat neues Geld dazu gegeben. Geben sie jetzt ja offen zu, weil Qualität, vergiss es. Wir können es ja auch kaufen. Oh Mama, gib mal einen Kommentar, scheißegal. Das ist jetzt nicht irgendwie so, du wieder hast. Da ist kein Hass hinterher, weil immer da freue ich mich ehrlich gesagt, was das wieder mal wird. Weil du weißt ganz genau, dass da wieder der flachste Blödsinn rauskommt und die Leute darüber das Maul zerreißen werden. Herrlich. Und wieder alle. Hört mal Felix. Und so weiter. Ah. Twitter und Tumblr wieder voll am Glühen. Mit verzweifelten jungen Menschen, die ihre Zukunft und ihre Vergangenheit zerstört sehen. Ah, rape my childhood, George Lucas-Style, weil jemand wieder mal irgendeinen Begriff falsch ausgesprochen hat. Gewollt oder ungewollt, ist scheißegal. Sie wissen den Unterschied sowieso nicht. Ich meine, die im Fernsehen, die vor dem Fernsehen meistens auch nicht. Dafür ist es ja gemacht, für Leute, die von nichts eine Ahnung haben, von wirklich nichts. Außer dem Bedienen der Fernbedienung. Und da meistens auch nur den roten Knopf ein und aus und das ist schon meistens sofort. Ich habe es gesehen, ich kenne das live. Glaubt mir, ich muss regelmäßig Fernsehgeräte wieder neu einstellen, weil irgendjemand auf irgendeinen Kopf gesessen hat und einfach nur irgendwas ausgeschalten hat und auf einmal, Fernseher ist kaputt. Nein, du musst nur diesen Knopf drücken. Welchen Knopf? Den hier. Da sind so viele, so wie. In so einer Welt leben wir. Und so eine Welt hat so etwas verdient. Da sind natürlich die komplette Auslösung, aber hey! Man kann nicht alles haben. Und das sage ich als Österreicher. In dem Fall cheers. Ich glaube, ich werde mir noch ein bisschen was irgendwas Anime-Manga-technisches reinziehen. Ich habe ja ein bisschen Post da, der Rest liegt auf der Post, den muss ich erst am Montag holen. Kann man nichts machen. Wenn Post am Freitag kommt, kann ich es nicht am Sonntag rauspacken, weil dann ist sie meistens immer noch da, wo sie hingehört, in der Post. Weil österreichische Post ist noch schlimmer wie die deutsche Post. Nicht nur so lange dauert, sie liefern auch wirklich nicht wirklich positiv zu einem. Also. Sie sind zwischen 9 und 16 Uhr nicht zu Hause. Ja, ich arbeite. Und dann muss ich 3 Tage warten. Mindestens 2. Das Paket muss ja trocken liegen.
oder sonstigen aus. Keine Ahnung. Ich könnte es am gleichen Tag abholen. Wenn ich alles ins Lager geführt habe. Aber nein, das muss liegen bleiben. Bis nächsten Tag. Oder zwei Tage. Drei Tage. Manchmal bringen sie es aber schon am ersten Tag wieder zurück. Auch schon gehabt. Lächerlich. Aber okay. Das war ein ganz anderes Thema. Post ist eine ganz andere Geschichte. Das hat man davon, wenn man so wie uns einer am Arsch der Welt lebt. Aber das ist international. Zumindest was Europa angeht. Das geht über Grenzen. Da Dummheit keine kennt. Also Soko Kitzbühel, Dienstag. Wahrscheinlich Hauptabendprogramm. Wie hieß das Ding noch einmal schnell? Akanamo muss sterben. Allein wenn ich schon Akanamo höre, muss ich an die guten alten Zeiten des Animex-Forums, den Wallace sich so hinnommen zugelegt haben. Weil es ist immer ja so faszinierend und so schlau. Ein Land, das man mit dem bösen W-Wort belegen darf, weil wir nicht einmal das Niveau geschafft haben. Aber egal. Ich freue mich tierisch. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ich hoffe auf ein paar Reaktionen von meinen, die üblichen Leute werden sich melden. Aber yeah. Cheers. Zeit für Tasse 9.